So, Mahlzeit mal wieder. Ich habe mal wieder Lust, was zu spielen. Und jetzt spielen wir so einen kleinen Klassiker. Ich habe neulich mal The Sinking City gespielt. Let's Play war mir einfach zu anstrengend, weil das Spiel geht, glaube ich, boah, wie lange habe ich gespielt? 11, 12 Stunden, ich weiß es nicht. Sehr schönes Spiel, vielleicht mache ich doch noch mal was. Also, und da geht es natürlich mal wieder, das liebe ich ja, von H.P. Lovecraft um diesen sogenannten Cthulhu-Kult. Und dann ist mir eingefallen, Mensch, da habe ich ja schon mal was von gespielt. Und dann bin ich wieder auf Konarium gestoßen in meiner Sammlung von Spielen, die ich hier rumfliegen habe. Aber es gibt dann noch älteres Spiel, das heißt Call of Cthulhu. Das werde ich, glaube ich, auch noch mal spielen und dann mache ich auch ein Let's Play von, weil das hat mich damals doch sehr beeindruckt. War damals grafisch sehr, sehr klasse. Kann man nicht anders sagen. Ich habe, wie gesagt, dieses Spiel schon mal gespielt. Das ist von 2017 offiziell. Wann ich es gespielt habe, weiß ich nicht. Ich meine nicht direkt 17, vielleicht 19 oder so. Also es ist noch nicht so lange her, dass ich durch Delirium Tremens oder sonstiges alles vergessen habe. Das heißt also, es kann sein, dass es viele Sachen oder einige Sachen gibt, wo ich einfach sage, Mensch, ich erinnere mich wieder dran. Ne? So, jetzt habe ich aber genug gefaselt. Ich würde mal sagen, wir legen los. Ne? Wird geladen. Ach, das seht ihr nicht, da bin ich All direkt life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference betwixt those born of real things and those born of inward dreamings. Bilder, die im Kopf auftauchen, wahrgenommen werden, ne? Und stimmen. Ist das das richtige Spiel? Wie hieß das andere denn nochmal? Da gab es auch mal so ein Unterwasserspiel. Soma, ne? Kann das sein? Im Koma, im Soma. Ist das denn jetzt hier Ultraschall? Fledermausmäßig? Quallen, ne? Das sehe ich ja jetzt erst. No more can we harbor ourselves in the safest shores, for there are things that cannot be undone. Das ist wohl wahr. Wer ist das? Dr. Faust. Dr. Faust? Is that you? Alter, der sah aber nicht gut aus. Nee, der sah nicht gut aus. So. Ah, ich kann mich schon bewegen. At last. The pain is subsiding. I thought my head was about to explode. This device, its noises are resonating in my mind. Escape, um die Spielsteuerung anzusagen, die habe ich mir vorhin schon bei den Optionen angeguckt. Irgendwas war mit Leertaste erstaunlicherweise. Und das ist irgendwie C, kann ich dann Sachen. Ich habe eine Taschenlampe gefunden. Na, guck mal. Da freue ich mich ja schon mal. Also ich weiß, man muss bei diesem Spiel ganz genau hingucken. Weil hier sind so viele tausend Sachen, die man finden kann.
und soll. Ich weiß noch, damals, da war ich irgendwie, da habe ich glaube ich nur 58 oder sowas Prozent von dem gesamten Spiel geschafft, weil ich so viele Sachen nicht gefunden habe. Secrets und sonst irgendwie was. Und möchte nicht sagen, ich habe mir keine Mühe gegeben, aber was haben wir da denn? Ein Kompass. Den ich nicht nehmen kann. Warum ist er denn da? Was soll denn das? Hä? Kann ich auch gar nicht mitmachen? Nö. Ah. Ach herrje. Okay, ihr wisst, dass ich nicht vorlese und dass ich sehr schnell lesen kann. Wer es gesamt lesen möchte, langsam. Muss halt auf Pause machen. Sollte ich vielleicht auch anlassen. Upuout Antarktische Expedition. Ah ja. Ich denke mal, hier kann ich nichts mehr machen. Hello? Anybody here? Where is everybody? Locked. Okay. Looks like we're having a power problem right now. Das sehe ich auch so. Wetterwarnung. Schneesturm. Mothra von Godzilla, die Freundin. Godzilla. Edipek. Hä? Nee. Ich meine mich übrigens erinnern zu können, man kann auch sterben in dem Spiel. Das sieht mir doch aus wie ein Stromschaltkasten. Ja, stimmt. Der Hilfsturm muss manuell von außen aktiviert werden. Also. Wetterwarnung, schon wieder. Hatten wir doch gerade. Medizinische Warnung. Ach ja, wirklich. Die Sitzung müssen aufhören. Ich hoffe, ich habe eine dicke Jacke an, ne? Ja. Ich denke mal, ich weiß, wo ich her muss. This way, please. Mind is cloudy. All I can remember is the successful establishment of the Upper Watt Antarctic base. And after that, nothing is clear in my mind. So, machen wir jetzt mal wieder zu, ne? Ist ja kalt hier. Nix. Hä? Muss er hier weitergehen? Ah! Hier muss ich aufrempeln. Scheint so. Okay. Nix. Da sieht man aus wie ein Generator.
Das alte Leid. Das alte Leid. Das ist aber. Ich habe einen Kanister gefunden. Das hat sich jetzt aber ein bisschen anders angehört. Prostata-Probleme. Aha, okay. An dem Schlauch hat sich jemand zu schaffen gemacht. Doch nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Doch, ist noch einfacher, als ich dachte. Locked. Mhm. Also wenn die Rätsel... Ich weiß nicht, ich meine, es wäre schon noch... Das war ja nur wirklich jetzt Pipifax. Das kann jeder Sechsjährige. Also der ein bisschen Spielerfahrung hat. Was ich vorhin noch sagen wollte, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Ich mache also nicht nur eine halbe Stunde, sondern ich will mal einfach spielen und wenn ich keinen Bock mehr habe, mache ich Pause, fertig. Ich habe da... Keine Lust, das 50 mal hochzuladen. Einmal fertig und gut ist, ne? So, hier war ja nichts mehr. Hier. Kann ich zumachen? Okay. Und hier habe ich wieder Strom. Lassen geht's. Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. So, guck mal, schon kommen wir in die... Räume rein. Radio Room, das ist ja schon mal genau das, was ich haben möchte. Mikrofon, da, Funkgerät. This is Upward Expedition Base. Pequod, please come in. I repeat, this is Upuwat Expedition Base. Pequod, do you hear me? There is someone who can hear me. Please, come in. Some electrical condition in the disturbed air seems to prevent communication. Ja, das war ja wohl nicht mit dem Funkgerät, ne? Hier noch was Fernglas. Was war das? Ich hab da ein Funkgerät, ne? This is Frank Gilman. Can anybody hear me? Over. Can anyone please answer me, for God's sake? Ja, sehr schön. Fotoapparat. Ich kann ja gar nichts mitnehmen. Slots habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ja, das ist ja auch scheiße. Warum bin ich jetzt hier in diesen Radio Room gegangen? Morse Code. Mhm. Goggles. Kann ich auch nicht mitmachen. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen in dem Spiel? Schubsladen? Nein. Ah, eine Note. Ja, dann mach das.
Zoom 8000, wo habe ich das denn schon mal gehört? Oder dann? Ach so, rechte Maustaste. Guck mal, rechte Maustaste kriegt die Notizen. Was ist das? Weiß ich nicht. So, das war ja schon mal klasse. Immerhin brauche ich die Batterien nicht wechseln, so wie es aussieht. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage her, die ich das Spiel gespielt habe. Da hatten wir schon geguckt, von da sind wir gekommen. Also geht's mal hier, ist ja vorne reingelatscht, ne? Dann gehen wir nochmal hierher. Boah, ist das groß, ey, ich drehe durch. It's locked. Locked. If his coat is just right here, where is he now? Nikolai Gogol. Gogol? Kann ich auch nicht mehr machen. Okay, dann machen wir das wieder mal zu. Steht ja, das ist nur ein Weg. Was war das denn? Locked. Wer macht denn hier Türen auf hinter mir? Oh. Nicht, dass ich schreck auf bin. Ach, halt die Klappe. Eine Figur. Mhm. Locked. Private rooms, crew room. Oh, ja, große Schiff würde ich sagen, ne? Wenn es rot leuchtet, ist immer schlecht. Ach du je. Ruin, okay. Was für eine Uhr mehr steht? Ja, okay. Ah, Standort der Basis. Na guck. 3,8 Lichtgleichung, Fotorezeptoren, Lichtsense, Servomotoren. It's stuck. Was gefunden? Wie ein Stiel aussieht. Okay. Anpassen 1, Anpassen 2. Das war Geschwindigkeit. Das war nicht so schwer, ne? What the hell ist das? Ach, das ist das Ding, das sie hier gebaut haben. Das ist das Auge. Who are you? I'm Frank. Frank Gilman. Is that so? Is there a problem with that? My name is Frank Gilman, an anthropologist joining this expedition upon the invitation by Venerable Dr. Faust himself. This thing is claiming that it's me. That's absurd.
Why? Where is everybody? They are here. I don't see anybody around. Are you sure? Yes. You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. And you are just air. Okay. Air? What do you mean by that? Sehr lustig. It doesn't answer me. Oder total arrogant. Irgendwie bist du nicht als Luft. Verpiss dir. What do you know about Dr. Faust? He is the Grand Mastermind and the pioneer of this expedition. Und ich dachte, das wäre eine fiktive Figur von Johann Wolfgang von Goethe. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Canarinauts. Canarinaut? Voyagers beyond. Beyond? What beyond? No answer. Ich hab ein Geheimnis entdeckt. Das macht sehr komische Geräusche, das Ganze. Noch ein Buch. Nicht so mit Liter, doch. Eine Trophäe. Ja, die gab's auch. Kistchen. Nischt. Okay, das war der Raum. Locked. Mhm. Taschenlampe haben wir ja, ne? Jo. Locked. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Stimmt, das ist mein Raum. So, hier ist wieder nichts. Also war das hier das Einzige, was zu finden war, ne? Dann gehen wir doch mal weiter zu den Crew Rooms. Okay. Unerträgliches Ausmaß, okay. Hansen mit Sohn. Ich habe ein Geheimnis entdeckt. Noch eins. Welches denn jetzt? War das das Ding oder was? Foto. Eine Schmetterlingsfigur. Noch eine Trophäe.
Ja. Pictures. Das sieht mir aber auch sehr gut komisch aus. Ist aber nichts. Okay, hier ist Feuerlöscher, Jacke. Mal schön auflassen, ne? Hier weiß ich, wo ich gewesen bin. Auge juckt! Keine Trophäe, nix. Aber schwach. Handschuhe zählen auch nicht. Anscheinend nicht. Ja, mache ich jetzt hier große Bilderschau oder was? Johann de Witte. Ja, komische Hände. Haben die alle dieselben Kinder oder was? Sieht irgendwie alles gleich aus. Ja. Ist das nicht das gleiche Kind, dasselbe Kind wie gerade nebenan? Gut. It's locked. Locked. Wofür sind diese ganzen Medikamentenspinte? Hier standen keine Namen dran, ne? Das ist die Frage, gehe ich denn bei Johann de Witte... Ah ne, die Räume hier waren ja offen, ne? Oder? Barlow, Blake... The Faust, Gilman. Also wird das wohl für einen Spind sein. Tüptüdelüt, Barlow, Johann de Witte. Und was haben wir hier? If his coat is just leck mich. Here, where is he now? Habe ich wegen dieser beschissenen Note oder was? Nur wegen dieser blöden Note den Spind aufgemacht. Also, okay, okay. Ich glaube, wir sind hier durch. Und gehen jetzt mal... Von wo sind wir nochmal gekommen? Elevator, Infirmary, Storage Rooms. Das hört sich doch gut an. It's stuck. Und warum ist es stuck? Okay. Kann ich nichts. So, Medizin. Station. Warum ruckelt das auf einmal? Eine schöne Erklärung. Prozedur. Hat sich wieder gelohnt. Was soll denn das? Kann's aufmachen, aber nicht untersuchen. Ja, was quietscht denn hier? Das ist das Schiff immer, oder was?
So. Painkiller. Flachmann ist immer gut. Ja, hier ist Schubsladen. Notes. Ja, okay. Also ich glaube, ich brauche jetzt erstmal schon mal einfach mindestens einen Rucksack nur für Zettel. So, von da bin ich gekommen, ne? Also geht es dann jetzt mal hier weiter. It's dark. It won't open. Storage, was ist da? It smells awful in here. Ja. Ist ja die Frage, wie lange schon da keiner mehr ist, ne? It's dark. It won't open. Länger. So wie das aussieht. Nee, anscheinend nicht. Ja. Liegt da so das Brot sein oder was? Also hier kann ich hier auch gar nichts machen. Oder sieht irgendjemand irgendwas, was vielleicht nicht mal Bilder an der Wand oder so. Essen will ich eh nichts von dem, was da liegt. Wahrscheinlich so, wie das aussieht, hätte ich das auch nicht gegessen, wenn es frisch gewesen wäre. Ja, das hat sich ja auch sehr gelohnt, dass wir hier in der Kantine gewesen sind. Ach so. Stuck. Ja. Locked. Da gucke ich gar nicht mehr rein. Ne? Locked. Aus hier. Ja, Leute. Gucken wir mal so. Hier wüsste ich jetzt nicht mehr, dass ich noch etwas finden könnte. Wie so ein laufendes Moped. Na, Tür lassen wir mal auf, ne? Da ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Gucken wir uns erstmal das hier an, ne? Arbus Arborum. Der Baum der Bäume. Arborum Arbi, ne? Müsste es dann heißen. Glossopteris? Was ist ein Glossopteris? Das sieht mir aus wie ein Ahorn. Glossopteris. Guck mal, da kann man da raus. Ist ja schön.
ist echt nichts, ne? Außer ein Baum. Caution. Upuout-Expedition, so ein Zufall. Was, wenn ich dabei wäre? Das geht sogar auf. Will ich denn da rein? Jetzt? Gucken wir uns mal die anderen Türen dann. It's stuck. Ah. Oh! Oh, Mann. Ey, stundenlang passiert hier nichts. Das war ja jetzt nichts Gefährliches. Ich muss nicht wegrennen oder sonst irgendwas. Oder es greift mich keiner an. Aber... Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und er ist jetzt hier runtergegangen. Boah, ist immer noch ganz komisch im Bauch. Shock Hazard. Looks like I need something to get this elevator to work. Ich hab doch so einen Hebel. Stiel. What was the need for such security measures? It's stuck. Da bin ich gekommen. It won't open. It won't open. War ich hier schon? Ne. Tempel. Schleppen voran. Na dann. Besser schleppen das gar nicht. Ach, yo. It's stuck. It won't open. It's stuck ist was anderes. It's stuck. Ja, gehen wir nochmal hier rein, wa? Was ist denn hier? Ich höre einen Alarm. Ich höre alles. Vor allen Dingen komische Geräusche. Hier war doch gerade irgendwas, was ich nehmen konnte. Da. Ach herrje. Na denn, unschätzbaren Wert. Leuchtpilze. Was ist das denn? Ich brauche einen Phonograph-Zylinder. Amöben. Pflanzen. Neues Lager errichtet. Alter, eine Katze. Ich hasse Katzen. Wo kommt die denn her? Und vor allen Dingen, was macht die da? Erschreckt werde. Das ist eine Pyramide. In Ägypten, logischerweise. Das ist nicht die Cheops-Pyramide, oder? Ich glaube, die ist... Hatte ich schon. Locked. Mm-hmm.
Dafür war der Hebel. Huh? Das sieht ja aus wie bei Aliens. Habe ich damals schon gedacht, stimmt. Hilfe! Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und du? This is Frank Gilman from Upuwat Antarctic Expedition. Over. They may be out of reach. Was muss ich machen? Kann ich das Ding wieder zumachen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, Mieze. Was war das jetzt? Wieso sehe ich hier nichts mehr? Warum ist das hier auf einmal so hell? Hier kann ich rein, auf einmal. Was war das jetzt? This. It's impossible to determine with so much decomposition. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Und? Ach so, Text. Ja, okay.
Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Die sehen aus wie die Triffids. Falls das mal irgendjemand kennt, es gibt ein Buch, das heißt The Day of the Triffids. Das habe ich sogar mal im englischen Original gelesen. Die sagen genauso. Oh, yes. Ja, okay. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Also hier gibt's nichts mehr, ne? Also ich habe das Gefühl, das ruckelt. Wieso ruckelt das denn? So schlimm ist das ja gar nicht von der Grafik. Und vor allen Dingen jetzt hier unten drin nur. Boah, ich habe hier Viecher, Fruchtfliegen. So, jetzt haben wir Schlüssel. Und da ist ein Schloss. Ha! Also, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr viel von dem ersten Mal, wo ich das gespielt habe. Ich kann aber auch nichts machen. Was soll ich jetzt wieder machen? Hilfe! Hilfe! Ich kann nichts machen. Muss ich wieder rausgehen? Mache ich doch mal glatt. Ach, warte mal, den Handschuh. Kann ich nicht. I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Schädel. Kann das Radio ausmachen? Nee, anscheinend nicht. Ach, das kenne ich. Ist das nicht aus Layer Sophia oder sowas, hä? Oh, hier schon schön Kerzen vorbereitet für mich. Ich bin ja auch bloß eine Rotte Ratten. Vier Stück. Taschenlampe habe ich nicht. Für, ich glaube, viel kann ich hier nicht machen, ne? Ne, sieht nicht so aus. It's locked. Ja, aber was dahinter ist, hört man ja. Das Ding, was wir vorhin schon hatten. Locked. Locked. It's locked. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss, was? Also das ist nicht meine unruhige Hand.
Wie lange bin ich hier schon dabei? 50 Minuten. Ah ja, wir sind wieder im alten Büro. Kaffee. Hebel. Oh, gut. Da weiß ich ja schon, wofür der ist. Ja, Karten. Noch eine Karte. Komm, wir gucken so uns mal an. Das ist hinterher, wir hätten nicht alles angeguckt. Stecknadeln kann ich nicht nehmen. So, ich behaupte mal, wir sind hier durch. Hä? Wo war denn der Aufzug? Der neue. Hier. Nee. I don't know if you can hear me, but I am trying to search it. It's the only way. Hey! Hey, can you hear me? Damn it! Who was he? Komm, wir wollen ja nach oben. Ich will ja raus hier. Nee, eigentlich nicht, ne? Aber wir gucken mal aus oben. Einen dekorativen Gegenstand aus Metall gefunden. Und hier kommt wieder so eine beschissene Version. Ich sehe das schon. Das erkennt man ja an meiner Verpixelung. Das Ganze. Zeig dich, wer immer du bist. This is amazing. Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms. And thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs. Bas-reliefs? The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Mhm. Da sind ja Pyramiden mit bei, ne? Ja, die ist ja wohl eindeutig. So, hier ist was. Das ist ein Kristall. Der macht diesen Lichtstrahl. Guck mal. Kann ich da durchgehen, um blind zu werden? Kann ich. Lampe, brauche ich nicht. Der blaue Kristall. Ich
Kann ich hier irgendwas steuern? Ist hier irgendwas, was ich machen kann? So, this is the strong light that can be seen from ground level. Hinterlässt er sogar Fußspuren im Schnee, ja? Cool. Und damit kann ich also nichts machen. Da kann ich auch nichts machen. Und hier an dem Ding kann ich auch nichts machen, ne? Nö. Okay, das ist oben. Ist hier irgendwas, wo ich was reinmachen kann? Ich habe ja nur diesen Hebel. Vielleicht brauche ich den ja auch unten, nicht wahr? Also, auf geht's, Runde! Ein muss ich ja dann jetzt zweimal, ne? Und wenn ich hier schon so nah stehe, da gibt es bestimmt wieder irgendwie so ein Jumpscare. Ne, hier waren wir schon. Radix heißt Wurzel. Die Wurzel eines Übels. Das heißt, Radieschen sind Würzelchen. Ne? Oh, eine Axt. Nehme ich. Intelligente Pflanzen. Hey, anyone here? Dr. James? Dr. Morgan? Anybody? Hier, hier jemand. Where are they, for God's sake? Ich glaube, da war das gerade irgendwie so ein Monster. Hier runter gucken kann man. These ivy-like plants are blocking the way. Ah ja, das sind diese Viecher. Was kann ich hier?